Meine Tiefkühltruhe hat letztens den Geist aufgegeben, aber bevor mein Fleisch auftaut, konnte ich das hier beim Elektro vom Stein lagern. Hallo und willkommen zu einer Sondersendung von Wermelskirchen TV Magazin anlässlich des verkaufsoffenen Sonntages hier in Wermelskirchen, der sich à la carte nennt. Und traditionell zu dieser Veranstaltung gibt es auch eine Kunstausstellung, in diesem Jahr sogar eine Kunstauktion. Und hier werden wir unsere kleine Reise beginnen. Herr Diorgi, Kunstausstellung in Wermelskirchen, wie viele Künstler stellen hier heute aus? Zur diesjährigen 20-jährigen Jubiläumsausstellung haben wir 28 Künstler, die mit 48 Exponaten vertreten sind. Der überwiegende Teil kommt aus Wermelskirchen oder ausschließlich aus Wermelskirchen? Gut die Hälfte. Ne? Burscheid, Remscheid, Wermelskirchen, Darbinghausen, unterschiedlich. Aber gut, die Hälfte stammt auch direkt aus Wermelskirchen. Was kann man hier sehen, außer Bildern und Collagen? Gibt es auch Plastiken oder so etwas zu sehen? Ja, wir haben auch Plastiken ausgestellt, Holzschnitzarbeiten, eine kleine Betonskulptur, Arbeiten aus Ton, die sind auch mit vertreten. Und wie war bisher die Resonanz hier? Sehr gut, sehr gut. Also wir hatten am Freitagabend haben wir die Ausstellung eröffnet mit sehr guter Publikumsresonanz und wir sind sehr, sehr zufrieden. Auch heute viel Besuch hier gewesen bis jetzt schon. Eins der Highlights der diesjährigen Kunstausstellung ist sicherlich diese wunderschöne Plastik mit dem Titel Die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Dem Künstler ist es hier unheimlich gut gelungen, auch visuell darzustellen, wie der Sohn auf der linken Seite hier zu seinem Vater steht. Wermelskirchen zu à la carte. Hier wird Kultur vom allerfeinsten geboten. À la carte 2017 in Wermelskirchen mit der heutigen Veranstaltung beginnt auch die Zeltscheinaktion in Wermelskirchen und normalerweise steht hinter mir ein Fahrzeug, das man gewinnen kann. In diesem Jahr hat sich die WIW, also wir in Wermelskirchen, der Einzelhandelsverband, etwas Neues ausgedacht. Es wird viele Einzelpreise geben. André Frohwein von der WIW, eine neue Idee zur Zeltscheinaktion 2017. Gab es da Gründe? Also ja, wir haben 10 Jahre WEW dieses Jahr und 10 Jahre WEW hat uns als Grund bewogen, 10 Hauptgewinner dieses Jahr auszulosen. Also früher gab es ja ein tolles Auto, gibt es das im nächsten Jahr vielleicht wieder? Ich glaube nicht. Ich denke, dass wir bei dem Modus bleiben, so wie es im Augenblick aussieht. Also das Feedback ist zumindest 95% positiv, sowohl von den Händlern als auch von den Kunden, die einkaufen gehen in Wermelskirchen. Und das zeigt einfach eine breite Palette, was wir an tollen Dienstleistungen und auch an Einzelhändlern hier in Wermelskirchen haben. Ja, was gibt's zu gewinnen? Also wir haben uns überlegt, was kauft man sich nicht mal ebenso als Privatperson. Es gibt ein E-Bike zu gewinnen im Wert von 2600 Euro. Es gibt ein Jahr Gratisstrom für einen Haushalt hier in Wermelskirchen zu gewinnen im Wert von 1200 Euro. Es gibt eine Reise für 1800 Euro zu gewinnen. Fensterreinigung ein ganzes Jahr lang im Wert von 1000 Euro. Es gibt ein Kosmetik-Abo zu gewinnen, 10-mal im Jahr für 1800 Euro. Also alles Dinge, die man sich nicht mal eben kauft. Auch ein neues Laptop, ein Kaffee-Vollautomat, auch im Wert von über 1000 Euro. Es lohnt sich also richtig, in Wermelskirchen einkaufen zu gehen. Das war am laufenden Band. Hier fehlt nur das Fragezeichen, das der andere vergessen hat. Ganz wichtig natürlich für alle Bürger in dieser Stadt. Beim nächsten Mal wird es, wenn es wieder so eine Aktion gibt, natürlich auch 10 Jahre kostenlose Grundsteuer geben, denn die muss ja erhöht werden wegen der Sekundarschule. Herr Schmidt, das Reparaturcafé läuft jetzt schon seit geraumer Zeit. Was ist Ihre Aufgabe im Reparaturcafé?
Ja, wir reparieren alle gemeinsam die verschiedensten Geräte. In dem Fall hier zum Beispiel so eine Akkubohrmaschine oder solche Kaffeemaschinen. Jeder ein bisschen nach seinem Schwerpunkt. Ne? Als Elektriker fällt es ein bisschen leichter, die Elektroprobleme zu finden. Aber wir haben auch viele Mechaniker. Wie hoch ist denn die Reparaturquote, sagen wir mal? Wie viele Geräte können Sie reparieren? Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir ein bisschen mehr als die Hälfte der Geräte repariert bekommen. Und nochmal, man findet Sie in der Stadtbücherei und Sie sind immer donnerstags da. Welchen Donnerstag im Monat? Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat sind wir zu erreichen, ab 16 Uhr bis 19 Uhr. Prima. Also, ein ganz, ganz heißer Tipp nochmal für euch alle. Schmeißt die Elektrogeräte nicht weg. Wir haben ein Reparaturcafé in Werbelskirchen. Wir sollten es unbedingt nutzen. Die frischen Herbsttemperaturen sorgen auch in Werbelskirchen dafür, dass sich die Menschen in einem warmen Café, bei einem warmen Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen aufwärmen. Und nicht nur dort, auch die Geschäfte sind rege besucht, denn sie dienen auch als Wärmestuben. Asiatische Leckereien gibt es natürlich auch hier in Wermelskirchen, allerdings nicht als Lebensmittel für Menschen, sondern als feine Delikatesse für die Damen und Herren auf vier Pfoten. Zu den Lieben der Familie gehören natürlich nicht nur die Kinder, sondern auch die vierbeinigen Hausbewohner. Und die möchten natürlich auch zur Adventszeit viele Leckerli bekommen und so. Wundert es nicht, dass es auch einen Adventskalender für Hunde gibt. Frau Frommstein, seit wann haben Sie den Laden hier? Den habe ich seit dem 16. Juli letzten Jahres. Da habe ich eröffnet. Bieten Sie Kurse an? Ich biete Kurse an, mehrfach in der Woche. Ich biete auch Workshops am Wochenende an, immer Themenschwerpunkte. Und ich habe auch ein Strickelcafé, wo man sich zum gemütlichen Stricken hinsetzen kann und wo auch dann Tipps gegeben werden. Wann findet das Strickelcafé statt? Das Strickelcafé ist immer mittwochs ab 18 Uhr. Und ist dann 2,5 Stunden. Wo ist es hier drin? Hier im Laden. Ich habe hier also auch noch einen Seminarraum, so eine Seminarküche. Wir können im Sommer draußen sitzen. Ich habe hier eine Terrasse, wo man gemütlich draußen sitzen kann. Und wird auch gut besucht. Das ist auch sehr schön. Frau Seng, eine neue Veranstaltung von Willkommen in Wermelskirchen, und zwar das internationale Frauentreff. Was kann man sich darunter vorstellen? Die Initiative Willkommen in Wermelskirchen hat festgestellt, dass es für viele Flüchtlinge ein Problem ist, genügend Sprechpartner, Konversationsmöglichkeiten zu haben. Und da haben wir uns gedacht, wir versuchen, den Quartiersgedanken, den Nachbarschaftsgedanken des Bauvereins aufzugreifen und richten ein Frauentreffen, Frauengespräch, Frauencafé Nachmittag ein, Dienstag, 7.11., 17 Uhr, das erste Mal im Café in der Wielstraße, zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit, der nachbarschaftlichen Treffpunkte, quartiersnah, um die Ecke gleich. Jede Frau ist herzlich eingeladen. Also Männer sind nicht erwünscht, aber Frauen, die sonst hinterm Herd hocken, können dann kommen oder ja, was? Ne? Auch die nicht hinterm Herd hocken. Einfach zum Reden, zum Austauschen, zum neue Leute kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen, Arabisch lernen. Eines der Highlights zum Thema Veranstaltung wird die 10. Wermelskirchener Musiktour sein. Und zwar nicht nur für die Wermelskirchener selbst, sondern natürlich auch für die zahlreichen Besucher aus den Nachbarstädten. Es gibt wieder ganz viele tolle Acts in den verschiedenen Kneipen. Und das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die wir unbedingt empfehlen können von Wermelskirchen TV. Also unser Tipp für diese Woche geht zur Musiktour am Samstag, den 4. November. Noch ein Top-Event in unserer Stadt, und zwar parallel zur Kneipennacht gibt es hier oben das Foodtruck-Event, und das ist auch ein neuer Trend, dass man also auf dem Schwanenplatz in diesem Fall Essen kaufen kann und dabei Musik hört. Das war Wermelskirchen TV à la carte 2017. Ich hab das mal dazu. Wunderbar, und Wim ist heute ausverkauft. Ja, zumindest die Würstchen. Der Veranstaltungshinweis für alle Wermelskirchner und natürlich auch die Besucher aus der Umgebung ist natürlich die... Wie viel ist das denn?